Einen wunderschönen guten Tag euch allen und herzlich willkommen zu meinem ersten Lesevlog. Yay! Ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich hier mache und was das eigentlich werden soll, aber ich hatte einfach total Lust, sowas mal zu machen, weil ich liebe es einfach, nur dieses Format irgendwo anzuschauen. Deswegen dachte ich mir, mache ich das jetzt und hier sind wir nun. Heute ist Samstag, der 29. August und ich habe gestern ein Buch beendet und habe mir deswegen jetzt gedacht, weil ich ja jetzt logischerweise ein neues anfange, dass jetzt der perfekte Moment ist, auch diesen Vlog hier zu starten. Und ja, ich bin gespannt, wie das Ganze hier wird und wie lang ich vor allem filmen werde, weil das habe ich mir noch nicht so genau überlegt. Aber ich denke mal, das hängt einfach davon ab, wie viel ich lesen werde in der nächsten Zeit. Weil wenn ich nichts lese, habe ich logischerweise auch nichts zu berichten. Deswegen schaue ich einfach mal, wie meine Leselaune so in den nächsten Tagen sein wird. Und ja, ich würde sagen, ich lasse das jetzt mal lieber mit dem Intro und fange einfach an. Jetzt schon ein bisschen später, es ist ein bisschen dunkel geworden und ich dachte, ich erzähle euch mal, was ich jetzt als nächstes lesen werde. Und zwar habe ich mir Wir sehen uns im Westen von Dorit Linke rausgesucht und es ist ein Buch aus dem Carlsen Clips Verlagsformat. Ich weiß nicht genau, wie man das nennt. Es sind auf jeden Fall immer so super kurze Heftchen, also auch dieses Buch hat nur ein bisschen mehr als 100 Seiten, also wirklich ziemlich kurz und ich habe auch wirklich hier keine Ahnung, worum es geht. Es spielt zu Zeiten der Mauer und mehr gibt der Klappentext eigentlich auch schon gar nicht her. Deswegen, ich lasse mich einfach mal überraschen. Bin auf jeden Fall gespannt, was das Ganze drauf hat. Das ist ja schon sehr kurz, deshalb weiß ich nicht ganz, was ich da erwarten kann. Aber ich lasse mich, wie gesagt, einfach überraschen und fange damit jetzt mal an. Ich habe jetzt die ersten 35 Seiten hier drin gelesen und mein erster Eindruck ist auf jeden Fall gut. Also ich finde es auf jeden Fall interessant. Ich glaube, ich habe jetzt schon eine Ahnung, worum es hier geht. Also es gibt halt einfach zwei Protagonisten, die zusammen sind, also sie sind ein Paar. Und einer von den beiden lebt halt im Osten von Berlin und einer eben im Westen. Und sie sind durch die Mauer getrennt und können sich nicht sehen und das jetzt seit über einem Jahr und jetzt wird halt eben auf einmal die Grenze nicht geöffnet, aber irgendwie gibt es da, also die können auf jeden Fall irgendwie durch, so ganz verstanden habe ich es jetzt nicht, aber es gibt jetzt auf jeden Fall die Möglichkeit, dass sie sich sehen können und jetzt machen sich halt eben beide auf den Weg, um sich zu treffen und ja, keine Ahnung, was da jetzt noch passieren wird, ist ja jetzt aber auch erst der Anfang und ich bin auf jeden Fall gespannt, was hier noch passieren wird und werde jetzt auch direkt weiterlesen. Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Es ist Sonntag und wir machen heute einen kleinen Ausflug. Deswegen weiß ich noch nicht so genau, wie viel ich heute zum Lesen kommen werde. Ich werde aber definitiv mein Buch mitnehmen und dann mal schauen, ob ich dann auf der Fahrt lese oder so. Ich habe jetzt auch nur noch 65 Seiten übrig. Also ich würde es eigentlich ganz gern heute Abend dann spätestens beenden. Ja, ich denke, das sollte machbar sein. Mal schauen, wie weit ich komme. Ich bin ja schon eine Weile wieder zu Hause und war auch schon duschen. Und ich habe tatsächlich auf der Fahrt Wir sehen uns im Westen beendet. Und als Fazit kann ich sagen, dass ich, also es hat mir gut gefallen, aber es war wirklich keine tiefgehende Geschichte. Es ist ein schönes Buch für zwischendurch, kann man sich mal durchlesen, aber es hat mir jetzt wirklich nichts mitgegeben. Also ich habe weder irgendwas Geschichtliches draus lernen können, noch hat es mir irgendeine Weisheit oder was auch immer halt mit auf den Weg gegeben. Also es ist für mich jetzt wirklich nichts, was man unbedingt gelesen haben muss.
Ist wie gesagt ganz süß, aber sehr, sehr kurzweilig, würde ich sagen, gerade weil es halt auch so dünn ist. Und ja, also wäre jetzt von mir nicht unbedingt eine Empfehlung, aber ich bereue es jetzt nicht, das gelesen zu haben oder so. Es war mal ganz nett, aber ich weiß nicht. Vielleicht probiere ich nochmal was anderes aus dieser Carlsen-Clips-Reihe aus, aber dann vielleicht mit einem Thema, was mich ein bisschen mehr interessiert. Jetzt muss ich mir natürlich überlegen, was ich jetzt nächstes lese. Ich glaube, das wird ein bisschen schwierig. Ich habe hier meine Liste mit meinem Sub und da sind jetzt noch, ich glaube, 16 Bücher oder so drauf. Und ich muss mich jetzt mal eben entscheiden. So, nach einiger Überlegung habe ich mich jetzt für ein Buch entschieden. Und zwar ist es All in 2 von Emma Scott geworden. Also All in 2 Versprechen, der zweite Teil dieser Trilogie. Der erste Teil hat mir gut gefallen oder war sogar sehr gut. Ich bin mir nicht mehr sicher, 4 oder 5 Sterne hat es bekommen. Ich fand es auf jeden Fall wirklich gut. Und ich habe auch diesen Teil hier irgendwann schon mal angefangen zu lesen. Deshalb ist es auch schon ein Lesezeichen. Allerdings bin ich nicht besonders weit gekommen. Ich habe irgendwie gemerkt, dass ich nicht so in der richtigen Stimmung war für das Buch, weil es halt so ein bisschen Depri ist irgendwie. Und da bin ich jetzt auf Seite 103 und denke mal, ich werde es jetzt einfach mal weiterlesen und dann schauen, wie weit ich komme. Bestenfalls werde ich es einfach beenden, dann habe ich die Reihe halt auch durch. Und ja, eigentlich gefällt es mir bis jetzt auch ganz gut. Ich weiß noch nicht so ganz, wie ich diese Wendung hier drin jetzt finden soll. Die, die es gelesen haben, wissen, wovon ich rede. Aber mal schauen, viele sagen ja, dass sie den zweiten Teil noch besser fanden sogar als den ersten, deswegen bin ich auf jeden Fall gespannt. Ich habe auch das Hörbuch auf dem Handy und werde dann meistens so ein bisschen abwechseln, denke ich. Mal schauen, je nachdem, wo nach mir dann der Sinn steht. Und ja, das wird dann wohl jetzt mein nächstes Currently Reading. Montag. Ich habe das gleiche an wie Samstag und muss wieder zur Schule gehen. Das bedeutet, ich habe leider nicht mehr so viel Zeit zum Lesen. Gestern Abend bin ich auch nicht mehr sonderlich weit gekommen. Also eigentlich hat sich überhaupt nichts getan. Ich bin jetzt auf Seite 119. Das heißt, ich habe, glaube ich, 15 Seiten gelesen gestern Abend. Und was mir aber auf jeden Fall aufgefallen ist, ist, dass ich den Schreibstil einfach wunderschön finde. Man kann sich so gut in die ganzen Situationen hineinfühlen und das mag ich auf jeden Fall sehr gerne. Ansonsten reizt mich die Geschichte an sich jetzt noch nicht so ganz. Also ich finde es nicht besonders spannend, muss ich sagen. Aber ist ja auch noch der Anfang. Also mal schauen, wie sich das entwickelt. Ich habe jetzt den restlichen Tag nicht mehr so viel Zeit zum Lesen. Also mal gucken, wie weit ich noch komme. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Bei mir kam gerade Buchfrost an und ich freue mich sehr darüber. Es ist ein Rezensionsexemplar. Ich weiß auch, was drin ist. Aber ich dachte, wir packen das jetzt mal zusammen aus. Und zwar haben wir hier Nachhaltig Verliebte von Chantal Schreiber. Und oh, ich liebe es. Es sieht so schön aus und es fühlt sich irgendwie richtig toll an. Ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht so genau, worum es hier geht. Ich habe letztens ein Buch von der Autorin gelesen, das mir super gut gefallen hat. Und als ich das dann hier im Verlagsprogramm gesehen habe, dachte ich so, muss ich lesen und habe es angefragt und ich freue mich sehr drauf. Es ist super schön aufgemacht. Hier sind so Chatverläufe zwischendurch drin und es ist auch irgendwie klimafreundlich. Ah ja, genau. 1 Euro Klimaspende für jedes verkaufte Buch. Finde ich auch richtig toll. Auf jeden Fall freue ich mich sehr drauf, das zu lesen und bin super gespannt. Ich kann euch auch gleich mal hier den Klappentext einblenden und könnt ihr das Video pausieren und euch das durchlesen, falls es euch interessiert. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf, das zu lesen. Vielen Dank an den HarperCollins Verlag an der Stelle. Und ja, ich bin sehr gespannt.
So, es ist jetzt schon ein bisschen später. Ich befinde mich aktuell in meinem Bett. Es ist, glaube ich, halb neun oder so. Und ich habe mich gerade spontan dazu entschieden, zusätzlich auch noch mit American Spy von Lauren Wilkinson anzufangen. Ich habe mich gerade gesehen, dass ich dazu bald mal die Rezension einreichen sollte. Ich habe es allerdings noch gar nicht gelesen. Deswegen werde ich das jetzt auch noch anfangen und die beiden Bücher einfach so ein bisschen parallel lesen. Bei All In dann wahrscheinlich ein bisschen mehr das Hörbuch hören. Genau, mal schauen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich weiß auch gerade nicht genau, worum es geht. Ich habe es wieder vergessen. Es ist auf jeden Fall ein Thriller. Und ich fand die Leseprobe sehr gut. Deswegen bin ich auf jeden Fall jetzt sehr gespannt, wie es wird. Es ist Mittwoch, die letzten zwei Tage, glaube ich. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal mich gemeldet habe. Habe ich gar nicht so viel gelesen. Ich hatte nicht so viel Zeit und bin nicht wirklich dazu gekommen. Aber heute ist der Tag der Tage. Ich habe einen entspannten Tag und nichts vor und möchte unbedingt die Zeit zum Lesen nutzen. Und dachte, ich gebe euch mal kurz ein Update. Ich bin vor allem in All In weitergekommen und jetzt kurz vor der Hälfte ungefähr auf Seite 173, das heißt, da habe ich jetzt noch ungefähr 200 Seiten vor mir und ich würde es ganz gerne heute beenden. Ich weiß noch nicht, ob das so realistisch ist, aber das fände ich schon ganz cool, weil ich ja jetzt die letzten zwei Tage irgendwie nicht vorangekommen bin, dass ich das jetzt einfach langsam dann mal beendet habe. Und in American Spy habe ich vor zwei Tagen ja angefangen, seitdem auch nicht weitergelesen. Da bin ich bis Seite 77 gekommen und es gefällt mir bisher ganz gut. Ich mag auf jeden Fall den Schreibstil sehr gerne. Der ist sehr einnehmend irgendwie. Also man kann irgendwie nicht aufhören zu lesen, weil man so flüssig über die Wörter gleitet quasi. Mag ich auf jeden Fall sehr gerne den Schreibstil vom Inhalt her. Weiß ich jetzt noch nicht so ganz, was das jetzt werden soll. Also ich kann noch nicht so ganz einschätzen, worauf das hier alles hinausläuft und worum es hier überhaupt genau geht. Aber ich mag es eigentlich ganz gern bis jetzt. Ich finde es nicht super spannend oder so, aber ich denke mal, das kommt noch. Und deswegen, lasse ich mich da mal überraschen. Aber heute würde ich mich gerne auf All In konzentrieren. Das gefällt mir übrigens jetzt auch mittlerweile ganz gut. Ich bin jetzt halt ein bisschen mehr in der Geschichte drin und finde es tatsächlich auch ganz spannend. Ich würde gerne wissen, wie es weitergeht. Und wenn ich das heute schaffe, das zu beenden, wäre es auf jeden Fall ziemlich cool. Ich weiß nicht genau, warum ich so überaus motiviert war und dachte, dass ich es schaffe, an einem Tag über 200 Seiten zu lesen, beziehungsweise halt auch zwischendurch als Hörbuch zu hören. Eventuell bin ich gerade ein bisschen in meiner Serie versumpft und habe 2,5 Folgen geschaut, obwohl ich eigentlich lesen wollte. Naja, ich bin trotzdem gut vorangekommen. Ich bin jetzt über die Hälfte ein kleines Stück und habe jetzt noch gut 150 Seiten übrig. Also ich denke mal, ich werde heute noch so 50 Seiten oder so vielleicht lesen und dann den Rest morgen. Ich weiß gar nicht, wann ich mich das letzte Mal bei euch gemeldet habe. Jetzt ist Sonntag und ich habe ein Update bezüglich All In. Ich bin jetzt nämlich auf den finalen 70 Seiten und bin mir auf jeden Fall ziemlich sicher, dass ich es heute noch beenden werde. Ich wollte es ja eigentlich schon vor zwei Tagen oder wann das war, beenden, aber das habe ich offensichtlich nicht geschafft. Deswegen ist das jetzt mein Ziel für heute. Es ist auch erst 16 Uhr, deswegen denke ich mal, das ist auf jeden Fall machbar. Also ich habe ansonsten heute nichts mehr zu tun. Deswegen wird das heute beendet und ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich jetzt vor allem die letzten 100 Seiten wirklich genossen habe. Also ich fand es wirklich toll zu lesen. Irgendwie liest es sich einfach so schnell daher und ich würde aber sagen, ich gebe euch dann ein Fazit, wenn ich es dann wirklich beendet habe. Trotzdem kann ich sagen, dass ich es immer noch recht gut finde, auf jeden Fall. In American Spy bin ich übrigens gar nicht weitergekommen seit dem letzten Update. Also ich bin immer noch auf Seite 80 oder so um den Dreh.
Ich habe irgendwie gerade nicht so die größte Motivation für dieses Buch. Ich bin nicht wirklich in der richtigen Stimmung für dieses Genre. Also es ist ja ein Thriller, es fühlt sich nicht an wie ein Thriller, aber ihr wisst schon, irgendwie so diese Spionage-Thematik ist irgendwie jetzt gerade nicht so drin bei mir. Deswegen mal schauen. Ich denke mal, ich werde es dann einfach irgendwann anders weiterlesen. Mal gucken, je nachdem, wann ich da einfach Lust drauf habe. Weil bringt ja nichts, das zu lesen, wenn es mir keinen Spaß macht. Plot Twist! Ich weiß nicht so ganz, wie ich das jetzt finden soll. An alle, die das Buch schon gelesen haben und jetzt wissen wollen, wovon ich rede. Seite 332, okay? Sagen wir es mal so. Ich kann damit leben, aber toll finde ich es nicht. Also das ist mir jetzt schon eine Nummer zu viel, würde ich sagen. Weiterlesen. Okay, ich habe es mir anders überlegt. Diese Wendung gefällt mir ganz und gar nicht. Ich finde, das ist jetzt einfach alles ein bisschen zu viel des Guten. Also ich weiß nicht, das Buch hat ja jetzt auch noch fast 60, 70 Seiten, meine ich. Und ich glaube, New Adult ist einfach nicht mein Genre. Jedes Mal, wenn ich das lese, merke ich, dass es einfach so übertrieben alles immer. ja gut. Ich lese jetzt mal weiter. Ich bin gespannt, was Emma Scott jetzt daraus macht. Aus ihrem grandiosen Plot-Twist. Und der Winkel hat übrigens nichts zu sagen, indem ich hier gerade filme. Außer, dass ich gerade mein Stativ nicht hier habe. Deswegen ist das so. Ja. Ich weiß nicht, ob ich jemals so ein kitschiges Buch gelesen habe. Ich bin jetzt durch. Ich habe nur noch den Epilog vor mir und werde den gleich noch lesen. Und ich ändere meine Meinung. Ich finde es nicht so kitschig. Ich finde es wunderschön. Es ist irgendwie... Es hat einfach gerade sehr mein Herz erwärmt. Und ich lese jetzt noch eben die letzten Seiten. Ich glaube, es sind noch 10. Ja. Und dann melde ich mich nochmal bei euch. Aber... Ja, noch. Das ist schon ganz schön. So, ich bin jetzt durch und es ist wirklich ein schönes Buch. Also, es wird jetzt nicht mein neues Lieblingsbuch, aber ich habe es wirklich gern gelesen und das Ende war irgendwie schön und es ist einfach, es gibt einem so ein gutes Gefühl einfach nach dem Beenden. Und ich mochte, wie die Autorin das ganze Szenario gelöst hat, weil es ja doch schon eine recht außergewöhnliche Handlung ist. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die meisten wissen, worum es hier geht. Und wenn nicht, dann googelt einfach nach. Aber lest euch vielleicht nicht unbedingt den Klappentext vom zweiten Band durch, wenn ihr den erst noch nicht gelesen habt, weil der nämlich ziemlich spoilert. Aber ja, deswegen fand ich auf jeden Fall gut, wie die Handlung hier eben ausgeführt wurde quasi und das hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Und das Schreibstil von Emma Scott ist wirklich ein Traum. Man fliegt nur so durch die Seiten und ihre Charaktere sind sehr authentisch, wie ich finde. Und ich konnte es auch mit der Entwicklung des Plot-Twists leben. Also auf den ersten Blick. Ich finde, es kam so ein bisschen unerwartet und so einen falschen Moment einfach, aber wie es sich jetzt zum Ende hin entwickelt hat, fand ich es dann okay. Also ich kann jetzt damit leben und ja, ist für mich einfach jetzt ein solides 3,5 bis 4 Sterne Buch, würde ich sagen. Es ist wirklich eine schöne Liebesgeschichte und kann ich empfehlen auf jeden Fall, wenn ihr sowas gerne lest. Ja, und ich würde sagen, dass ich diesen Vlog jetzt auch an der Stelle beenden werde. Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich bin mir sicher, dass ich das auf jeden Fall noch weitere Male machen werde. Irgendwie ist es einfach cool, wenn man so seine Live-Reaktion quasi einfangen kann und das Gefühl hat, einen Austausch zu haben, macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und ja, ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Und jetzt verabschiede ich mich wieder bei euch. Ich wünsche euch noch einen ganz wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.